Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Hier ist wieder euer Oliver 311. Hallöchen. Und wir sind wieder hier in der Höhle. Das ist Drachen sozusagen, weil davon hat uns im letzten Part ja dieses Story-Element hier erzählt, was ich mir eben nochmal anhören durfte und auch nochmal die Rune schnell einsammeln durfte, weil mein Spiel irgendwie schon wieder abgekackt ist. Ich glaube wirklich, Hellblade und meine Art, Spiele aufzunehmen, die werden keine Freunde mehr. Also zumindest hat es mir jetzt schon zweimal die Grafikkarte oder den Treiber abkrauchen lassen. Von daher, cheers. Zum Glück habe ich einen Kaffee hier. Schön Instant Latte Macchiato von einem großen Nahrungsmitteldiscounter. Schmeckt nach Milch und ein bisschen Kaffee. Was gehen die Stimmen gerade so ab? Das war ja merkwürdig. Oh, die Stimme ist gerade so abgegangen. Gut, jetzt habe ich aber gerade irgendwie keine Idee mehr, wo noch Runen sein können. Wir sind ja im letzten Part hier runtergegangen. Und da haben wir die erste Rune gefunden. Jetzt sind wir wieder hier oben rausgekommen. Aber die restlichen Wege habe ich doch schon abgegraben. Ich glaube, wir waren hier überall schon, kann das sein? Bin ich schon einmal erfolglos im Kreis gelaufen? Und wow, ist das nervig. Da vorne doch. Oh. Bin ich gerade ein Orgasmus? Einen Angstgasmus? War ich da unten schon mal? Na, ich glaube, hier war ich noch nicht. Boah, mir gerade warm. Fuck, was passiert hier gerade? You can do this! Yeah, Mann, Laserschwerter. Immer gut. Gott, oh Gott. Ich hab doch geblockt. Ich versuche es, I'm even. Mann. Really? What? What is going on? Okay, was? Oh Mann, ich bin schon wieder gestorben. Yay. Fuck it. Ach, ein Scheißdrecksspiel. Ey, die Pest ist weniger schlimm als vorher. Hä? Das, weil mir das Spiel abgekackt ist? Oder warum ist die Pest jetzt wieder zurückgegangen? Bin ich verwirrt. Eigentlich war doch der Safe Game, nachdem mir die Pest auf den Pestrücken gegangen ist, bin ich verwirrt. Mir ist warm. Der mich gerade gekontert? Habe ich gerade durch ihn durchgeschlagen? Oh Mann, ich sehe nichts, ich habe keine Lust, mir ist warm. Mein Kaffee ist eindeutig nicht stark genug. Oh, ich hasse es, wenn sie einfach in meinem Fokus in mich reinschlagen. Keine Lust auf so einen Kack, ey. She's injured. She won't make it.
Man! Das war eine viel zu gute Killserie gerade. I take the torch and move. Ich muss gerade sagen, so. Die zweite Kampfserie war jetzt schon ziemlich cool. Also da habe ich irgendwie einen ziemlich coolen Schritt gemacht. Wir alle wissen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also, aber wo Licht ist, ist erstmal kein Schatten. It's clear, isn't it? Yeah. Ja, ich sehe eine Rune. Nur nicht in diesem Blickwinkel. GG. Reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Wartet mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ach nee, das Spiel ist mir am Anfang der Aufnahmesession abgekratzt. Gut, war mir gerade nicht sicher, muss ich jetzt irgendwie auf eine Zeit achten und nee, aber das, was OBS mir anzeigt, ist noch die korrekte Zeit. Muss ich auch einfach die Aufnahme auf 30 FPS runterdrehen. Es würde mir leid tun, aber by the time she realized that only she could see them. Her father, Zinbel, could see the monster in her. Das Lustige ist, ich habe auch gerade mal versucht, die Grafikeinstellung einfach mal runterzudrehen auf Mittel oder sowas. Das ändert überhaupt nichts an der Auslastung der Grafikkarte, von daher. Ja! Und meine CPU dümpelt übrigens so vor sich hin. Also, wie das halt einfach. Meine Grafikkarte ist halt einfach zu scheiße. Ich dünke, dass es hier hinten irgendwie weitergeht, aber ich komme ja hier nicht nach hinten. Also, wie komme ich da nach hinten? Will doch etwas Eleonora. Das ist weniger nervig. Habe ich auch neulich mal gekauft im Steam Summer Sale. Eleonora nochmal für den PC mit allen DLCs. Dachte mir so, ach, ist doch schön. Hast es nochmal in der Definitive Edition für den PC. Kannst es jederzeit nochmal spielen, falls du irgendwie spontan Lust kriegst. Kacke war. Erst einmal hätte ich mal vorher auf den PC Gaming Wiki Artikel geguckt. Denn das Spiel ist ja eine so dämliche PC-Umsetzung. Also prinzipiell, ja, es läuft. Aber man muss irgendwie den Rockstar Social Club wieder installieren und dann hat es irgendwie, glaube ich, einen 30 FPS Cap und ach, es ist alles furchtbar. Also Definitive Edition kannst du knicken. Knicken kannst du das. Ich werde jetzt nochmal versuchen, ob ich irgendwo. Also, wenn ich hier lang gehe, dann ist hier ja kein weiterer Gang. So. Da rechts ist eine Tür. Hier ist auch eine Tür, die ist mit Ketten versperrt. Ich vermute, das hier ist der Rückweg. Also muss es ja irgendwo einen Hinweg geben. Die Frage ist, habe ich den bisher einfach sträflich übersehen? Und wenn ja, wo habe ich ihn sträflich übersehen? Hier hinten ging es ja nur wieder in die Katakomben. Habe ich vielleicht einen Pfad übersehen? Guck mal, hier geht es noch hoch. Aber auch dunkel hier. Hier ist auch keine Fackel zum Anzünden. Aber ja, hier geht's noch hoch. Ach, cool. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie vorankommen. Wow, ich sehe gerade gar nichts. Wieso geht die Torch aus? Das ist nicht nett. Das finde ich nicht feierlich, dass hier eine Torch ausgeht. Aha, aus irgendwelchen Gründen ist da Symbol. Do you feel it? The beast is
crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? What if? Ach, herrje. Natürlich ist es das, aber was soll man tun? Es gibt nur einen Weg nach vorne, die goldene Flucht. Oh. It's a trap. The beast is coming. Oh, fuck it. Goldene Flucht nach vorn, meine Damen und Herren. Oh Gott. Was, ein Katzenklopf? Bin mir nicht sicher. What have you done? No! No! You've lost him! It's over! The darkness is back. You've lost him! You've lost him, Alex! Get in the light! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillion. Oh, noch ein Rückblick. Remember the darkness, Senua. The beast is bringing it back. Beast. The beast. Mother. Why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillion. Oh yeah. Das ist auch irgendwie, weiß nicht. Die hat den verdammten Kopf ihres Freundes eigentlich die ganze Zeit dabei. Und jetzt hat's ihn verloren und ach, das ist alles. Was machst du, Spiel? Musst du? Was geht hier? Nochmal. Ich glaube, ich war zu schnell für das Spiel. Oh, das wäre gerade auch nochmal irgendwie eine schicke Fotoperspektive, glaube ich. Aber ich habe keine Lust, das auszuprobieren. Na, welch ein Glück. Ich glaube, wenn ein Schädel, ein menschlicher, aus dieser Entfernung auf blanken Stein fällt. Also ich will nicht wissen, ob der danach noch intakt ist. Ich frage mich auch, wie lange hat sie denn schon dabei? Wenn ich in der einen Katzin gesehen, wie er atmet und dass sich der Stoff schon in seine Augenhöhlen reingezogen hat, das wäre dann schon so ein bisschen... Also sagen wir mal, die Augen wären schon so ein bisschen weggerottet. Ich kann auch verstehen, warum sie den immer in... Wow, wir stehen in der Luft. Warum sie den immer in einem Beutel hat, weil das willst du dir nicht angucken über längere Zeit. Eine Fackel! Ah, was hat eigentlich mein Handy gerade gepiept? So was Wichtiges, der Zeitplan für dein Video wurde festgelegt. Ach ja, da war was. Upload von, was ist es? Part 17 ist fertig. Und wir sind jetzt in Part 21, 22? Ich weiß es nicht genau. Diese komischen Schatten immer, ne? Fragt mich immer, ob sie irgendwas darstellen sollen.
kommen ja unregelmäßig mal und dann verschwinden sie wieder und wollen sie mir was sagen? Ich weiß es immer nicht so genau. Ich hasse diese eine Stimme. Auf dem Sack. Also gemein und depressiv und da ist schon wieder eine Tür mit einem Zimbel drauf und das ist alles nicht so cool. An sich ist es nur eine Höhle, Senua. Wir müssen uns eigentlich keine Gedanken machen. Außer die Spielmechanik, die uns töten will. Über die müssen wir uns Gedanken machen. Boah, das schreit doch schon wieder nach Kampf, oder? Oder nicht? Ja, natürlich. War klar. Okay, Angriff und Angriff drücken war keine gute Idee. Also ich habe gerade halt beide Angriffstasten gedrückt. Oh Gott, was mache ich denn? Atlas, Dwayne, Motherfucker. Ach man, ich hasse euch alle so sehr und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Danke Spiel, Wand ist und Wände sind übel. Wie soll ich mich denn da wehren? Mann, wie die mir immer auf den Sack gehen. Ganz ehrlich, die Kämpfe gehen mir mittlerweile echt nur noch auf den Sack. Die waren mal cool, aber das ist lange her. Mittlerweile sind es einfach nur noch viele unfaire, viel zu enge Kämpfe. Oh Gott. Da denkt man immer, jetzt kann ich mal wieder einen Konter auspacken und nichts ist. Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Mann, lass mich doch auch mal angreifen. Du dämlicher Wichser mit deiner dämlichen Dreier-Wichs-Attacke. Och ja, jetzt geht das wieder los, dass ich in der Wand hänge. Oh, du Fixpimmel. Wie ich einfach gerade keine Lust hab! Oh, da hört er das Spiel und stürzt ab! Woo! Nein, ich bin tot! Noch besser! Woo! Scheißspiel! Gott! Jetzt musste ich mal kurz ragen. Oh, Gott! Ah, der Part ist noch nicht mal vorbei. Oh, du Wichsspiel! Ey, schmeiß mir doch 18 Gegner in einer noch engeren Umgebung gegenüber. Es wird Spaß machen. Je mehr Gegner, umso enger der Bereich, desto größer der Spaß aller Spieler. Das wusste schon EA, das wusste Activision schon immer und Ubisoft, die sind die Meister darin. Natürlich jeder Spacko, der irgendein anderes Spiel gemacht hat. Wichser! Greif mich an, du Arschloch! War da gerade ein Jubel da? Jetzt frage ich mich gerade, zog sich das auf eine Stimme oder... Oh, die Wichser immer mit ihrer dämlichen Drittattacke! Wisst ihr, es ist richtig gut, wenn ihr mich gegen Wände drehtet. Da habe ich Spaß mit. Du Wichser! Stirb, du scheiß Wichser! Du sollst sterben! Hör auf, mich zu treten gegen Wände, wo ich nicht ausweichen kann! Oh,
ja, get up. Ich sehe ja nicht mal, dass ich down bin. Ich sehe ja gar nichts. Ach komm, hör auf zu treten, Alter. Du nervst. Ey, ein scheiß Drecksspiel ist das. Oh, ein scheiß Dreck. Drängt er mich wieder richtig schön gegen eine Wand? Because... Hey, warum? Warum liege ich jetzt schon wieder auf dem Boden? Ich habe ja nur zuerst getreten. Ach, jetzt kommt der wieder. Jetzt kommt der Wichser wieder und tritt mir in den Kopf. Woo! Scheiß Spiel!